Futterernte in den Schweizer Alpen. Mit einem Krone Easy Cut F320 Highland mäht die Maschinengemeinschaft Schnieder ihre Flächen. Pünktlich zum zweiten Schnitt kam der Wender Ventro 620 Highland und der Kreiselschwader Swadro S350 Highland. Wir sind hier im Obersachsen, das ist im Kanton Graubünden, das ist der schönste Kanton der Schweiz, wo wir haben, wo alle kommen Ferien machen. Wir sind zwei Brüder, die Bauern tun. Jeder hat seinen eigenen Betrieb. Jeder hat knapp 30 Hektar, die wir bewirtschaftet tun. Sind Grünland. Beide haben Mutterkuhbetrieb mit der Rasse Angus. Und die Mechanisierung, die wir haben, haben wir alles miteinander. Und ist voll eingerichtet auf Bergmechanisierung. Wir befinden uns hier in der Bergzone 3 und 4. Das sind die Abstufungen, die dann relevant sind für das Direktzahlungssystem, das wir hier in der Schweiz haben. Je schwerer eigentlich das Bewirtschaftung ist, desto höher ist die Zone und desto mehr Beiträge eigentlich pro Hundstein. Wir müssen Maschinen haben, die wir bis zu 35% Steigung gut meistern könnt. Da kommt bei uns eigentlich der Zweiachsmäher voll zum Zug. Das ganze Kronik-Konzept hat ursprünglich einmal angefangen mit der Wallenpresse. Bei mir ist ein Wechsel von der Presse angestanden. Ich bin vorher Festkamerasystem gefahren und habe dann wollen wechseln nochmal auf eine Variable. Die Krone hat dann einmal Komprime lasiert. Das war dann das Non-Pulse Ultra mit dem Novogrip und dann hat man einen Komprimer gekauft. Das war dann eigentlich ein bisschen der Startschuss gewesen, dass die Presse eigentlich schon das versprochen hat, was sie dann eigentlich gesagt haben. Und dann hat man den nochmal ausgeweitet und dann hat man den letzten Frühling haben wir das Mähwerk noch dazu genommen. Das ist kompakt. Also hat einen kompakten Anbaubock und ist sehr übersichtlich und es hat sich jetzt eigentlich den letzten Sommer sehr bewährt. Der örtliche Kronehändler hat das Mähwerk mit zusätzlichen Spiegeln für die Fahrt im Straßenverkehr ausgestattet. Beim Mähen in Hanglagen muss man entweder in Schichtlinie oder berg- und talwärts fahren. Für das Mähen in Schichtlinienfahrt sind die Highland-Mähwerke mit einem serienmäßigen hydraulischen Seitenverschub ausgestattet. Dadurch kann man dem Abdriften entgegenwirken. Das Krone Easy Cut F320 Highland ist mit 4 zusätzlichen Trommeln ausgestattet, um auch bei Talwärtsfahrten einen ungestörten Futterfluss zu gewährleisten. Der Easy Cut Mähbalken war eigentlich immer schon gut. Er schafft sehr gut, hat einen sehr guten Futterfluss. Trotz der Breite, die er hat, mit diesen 3,20 m. Aber er hat noch nie Verstopfungen gegeben. Gar nichts. Und er hat auch einen sauberen Schnitt. Was ich noch nicht konnte ausprobieren, ist Safecut. Wenn man in einen Stein fährt, dass es da die Spannstiften ab. Abscheren tut, das hätte man jetzt eigentlich nicht können ausprobieren, aber das ist auch nicht nötig eigentlich. Nach dem Mähen kommt das Wenden. Hier werden noch schnell die Koppelpunkte der Unterlenker umgedreht. Wenn es das Trägerfahrzeug zulässt, kann der Wender dadurch näher am Trägerfahrzeug angebaut werden. Die neuen Opti-Turn-Zinken ermöglichen eine saubere Aufnahme sowie eine gleichmäßige Verteilung des Futters. Die hydraulischen Dämpferstreben sorgen dafür, dass der Ventro exakt, ruhig und stabil hinterherläuft. Die gute Arbeitsqualität sowie das ruhige Nachlaufen des Wenders kann Marco Schnieder nur bestätigen. Der hat jetzt wirklich zum Erstaunen total überrascht. Der ist laufruhig. Das Streubild und die Arbeit, die er macht, der Kreisel, ist sehr gut. Ich hätte das nicht erwartet eigentlich. Wenn man beim Kreiselheuer aufzieht, das ist ja ein bisschen der Nachteil vom Zweiachsmäher, weil er die Hydraulik eigentlich relativ tief hat
Und dann ist, wenn der Kreisel ausgelupft ist, muss man die seitlichen Arme halt auch noch zusätzlich auflupfen. Und die zwei seitlichen Anschläge, die er hat, das ist etwas Sensationelles. Der hockt eigentlich in jeder Steillage, kann man ihn auflupfen und dann ist er fix in der Lage und fertig. Das ist sicher ein grosses Plus, das er hat. Und auch mit dem Schwenkbock, den er hat, hat man recht gute Erfahrungen gemacht. An die alpinen Bedürfnisse angepasst sind auch die Einkreiselschwader von Krone. So wie beim Vendro können auch hier die Koppelpunkte der Unterlenker umgedreht werden. Eine Besonderheit aller Krone-Einkreiselschwader ist, dass die Zinkenarme für den Straßentransport nicht demontiert werden müssen, sondern bequem eingeklappt werden können. Extra für die Highland-Baureihe wurde der Highland-Liftzinken entwickelt. Durch die doppelt gebogene Form und die optimierte Länge wird das Futter vom Boden weggehoben. Demzufolge reduziert sich die Futterverschmutzung und erlaubt höhere Fahrgeschwindigkeit bei gleichbleibender Arbeitsqualität. Mit dem Landmaschinenhändler und auch mit der Firma Krone hat man da immer einen guten Konsens gefunden. Und sind eigentlich mit dieser Mechanisierung, so wie wir sind wir recht zufrieden.